Es ist ein kühler November, als Pablo Picasso dieses Gemälde malt. 9. November 1967 datiert das Bild wie jedes der Gemälde, die in den letzten 15 Jahren seines Lebens entstanden sind. Jedes Bild ist eine Tagebuchnotiz seiner eigenen Befindlichkeit. Den kühlen November, den sieht man nicht, den spürt man nicht in diesem Bild, das ganz augenscheinlich aus dem Kopf heraus entstanden ist. Da ist keine Frau Modell gestanden, kein Mann hat sich hingesetzt, die Knie überschlagen und auf der Querflöte gespielt, keine Taube ist herbeigeflogen. Es ist ein Malen gegen die Zeit, gegen die unabänderlich verrinnende Zeit, die dieses Bild prägt. Es ist der Inbegriff des Lebens, das er festhalten möchte, weil es ihm zwischen den Fingern zerrinnt, das Picasso hier festhält. Er hält es fest in einem relativ abstrakten Gemälde. Man vergegenwärtigt sich kaum, dass es nur wenige Farben sind, die es gibt. Grün und Blau, Weiß und Grau. Kein Inkarnat, keine Fleischfarben. Weiß wird diese merkwürdige, obszön daliegende Frau gezeigt mit zwei Rädern der beiden herabsinkenden Brüste. Blau sind die Brustwarzen. Es könnte nicht abstrakter sein und dennoch ist darin eine geballte Vitalität der Erotik spürbar, die so sehr diesen späten, man kann es nicht anders ausdrücken, den greisenhaften Picasso kennzeichnet. Gleichzeitig zeigt uns dieser fröhliche Gesichtsausdruck, das verrückte Spielen und Lächeln dieser beiden Gestalten, dass wir hier eine arkadische Szene vor uns haben, die Vergil, der antike Autor, nicht hätte bukolischer sich ersinnen können. Verführerisch spielt der nackte, musizierende, auf seiner Querflöte spielende Mann mit einer Frisur, die wir von seinen Musketierbildern kennen, der Frau eine Melodie vor, zu der sie, obwohl sie da liegt, geradezu tanzt innerlich. Die Leidenschaft, die Liebe, die diesen beiden Gestalten entzündet, wird durch die Taube, den Vogel der Venus, symbolisiert. Die Hände, diese Klumpen eigentlich an Greifinstrumenten, geben wieder, was musikalisch sich in diesem Wirbel, an diesem Fächer, an Fingern des Flöte spielenden Mannes zuträgt, genauso wie in diesen überschlagenen Knien und Beinen sich hier die Musik widerspiegelt. Es ist ein Klang der Bilder, den wir hier wiederfinden. Es ist der Klang der Musik, der synästhetisch in ein Gemälde, in etwas Visuelles übersetzt worden ist. Kaum braucht Picasso in dieser Phase länger als ein bis zwei oder höchstens drei Tage für ein Bild. Mit einem Rausch ohnegleichen wird ein Gemälde nach dem anderen geschaffen. Solange er malt, hat der Tod nicht Zugriff auf dieses größte Malergenie des 20. Jahrhunderts, auf diesen Kontinent Picasso, der in seinen letzten Lebensjahren, er wird 7 Jahre später sterben, letzten Endes zu einer Ikone geworden ist, wie im 20. Jahrhundert nur noch Einstein. Picasso und Einstein, das sind die beiden Kreativen, die beiden Eckpfeiler der Genialität, die das 20. Jahrhundert zu ihren Heroen erkoren hat. Und so wie der späte Einstein die Musik zu seinem eigentlichen Lebenselixier macht, er hat grandios Geige gespielt, so macht der späte Picasso die Liebe, der er nicht mehr habhaft sein kann, zu seinem eigentlichen Lebensexil und stirbt tatsächlich daher in einem geradezu gnadenvoll methusalemischen Alter, genau an dem Ort, an dem dieses Bild entstanden ist. In Südfrankreich, in Mougins, in seinem letzten Quartier, neben seiner Frau Jacqueline Roque.